Flüchtlinge, die minderjährig sind, bekommen bei uns einen besonderen Schutz. Dieser besondere Schutz ist teuer und diesen besonderen Schutz sollen sie auch künftig erhalten, aber nur dann, wenn sie tatsächlich minderjährig sind. Im Augenblick haben die Jugendämter einen großen Ermessensspielraum in der Frage, ob sie auch medizinische Untersuchungen einsetzen, um herauszufinden, ob ein Flüchtling tatsächlich minderjährig ist. Wir wollen diesen Ermessensspielraum verringern. Wir wollen, dass künftig die medizinische Untersuchung in all den Fällen vorgeschrieben ist, in denen nicht zweifelsfrei feststeht, dass eine Person minderjährig ist. Unser Land ist bereit, hier viel Geld in die Hand zu nehmen und Schutz zu gewähren, aber es darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen.